Liebe Freunde, seid gegrüßt. Hier ist MD Vegan. Heute habe ich einen tollen Salat vorzumachen. Ich habe nämlich im Garten noch Grünkohl gefunden. Schaut mal, den Grünkohl. Ein kleines zartes Blättchen. Und zwar habe ich im letzten Winter, da kommt ja im Winter noch auf den Markt. Ja, wenn der erste Frost kam, kommt der Grünkohl in Deutschland auf den Markt. In Amerika haben wir ein ganzes Jahr Grünkohl, aber hier gibt es eigentlich vor allem nur im Winter. Ja. Und der wächst das ganze Jahr, hat mir ein Bauer erklärt. Und dieser Bauer hat mir dann wirklich mal ganze Pflanzen mitgebracht. Und der meinte, ich kann die einpflanzen. Aber letztes Jahr habe ich dann tatsächlich die Pflanzen eingepflanzt in den Garten. Und ich habe nachgelesen, wenn man die früher einpflanzt, ja, dann hat man im Sommer Grünkohl. Jetzt ist Sommer, ich habe Grünkohl. Der ist alles geschlagen, zu allen Seiten. Von drei Pflanzen sind zwei angegangen. Die eine ist eingegangen. Das ist normal, hat mir ein Gärtner erzählt. Und diese zwei Pflanzen haben jetzt wunderbare Grünkohlblätter. Und die benutze ich jetzt folgendermaßen. Und ich lege die einfach so, wenn die groß sind, nehme ich einfach hier den Stiel und ziehe runter. Aber dieses kleine Grätchen hier, dieser Stiel, der ist zu fein dazu. Dann nehme ich einfach, den lege ich, falte ich ihn zusammen, so, ich falte ihn zusammen, dass nur der Stiel rausguckt. Und dann nehme ich ein kleines Messerchen und schneide am Stiel entlang. So. Und der Stiel ist ab. Der ist ein bisschen, man kann ihn auch knabbern und essen und so, auch den Kaninchen geben. Aber im Salat wollen wir eigentlich lieber das hier haben, ja. Das feine Blatt. Und weil das eben ein sehr feines Blatt ist, nicht so schweres, grünes, starkes, kann man ihn auch so klein schneiden. Und dann hier habe ich eine ganze Hand voll oder zwei Hände voll zurechtgerupft und in mein Schälchen getan als Vorbereitung. Erster Hauptbestandteil. Zweiter Hauptbestandteil, auch von meinem eigenen Garten. Ich habe hier Rucola. Hier seht ihr Rucola. Eine tolle Pflanze. Ein Wunder, der wächst in meinem Garten wie Unkraut. Ich weiß nicht, ob ich ihn selbst gepflanzt habe, keine Ahnung, jetzt wächst er überall. Und er ist so dankbar. Und natürlich voller Nährstoffe, hat ein sehr starkes Aroma. Und warum er ein bisschen teurer ist, hat diesen folgenden Grund vermutlich. Ich habe mir hier mal so ein Rucola-Büschchen mitgebracht. Hier so sehen die aus. Hier sind schon die ersten Blüten dran. Ja, man kann die vorher abmachen. Dann wächst er besser und man hat stärkere Blätter, mehr Kraft im Blatt. Aber hier, diese großen Stiele kann man auch nicht mitessen so gut. Die sind auch sehr hart. Ja? Also muss man die ganzen einzelnen Blättchen hier abzupfen. Und das ist eine Menge Arbeit. Ja? Ich meine, man kann sich daraus eigentlich nur einen Zeitvertreib machen, die so abreißen wie ich hier. Hat dann nachher so ein Gläschen voll. Ja? Das geht eigentlich ziemlich schnell. Aber es ist erstmal, denkt man sich, wie komme ich jetzt an die Blättchen ran? Ne? Okay, wollte ich euch kurz zeigen. Mein zweites Gefäß unterlag. Und das dritte ist ein Maiskolben, den ich jetzt im Bioladen gekauft habe. Hier so ein Maiskolben. Das kommt von einem Maiskolben runter. Habe ich abgeschnitten. Einfach den Maiskolben so, wie ich ihn habe, in der Hand. Ich muss vorher die Blätter abziehen natürlich. Die Fäden ein bisschen abmachen. Und dann nehme ich ein Küchenmesser oder ein größeres Mal und schneide so hier einfach so die Körner runter. Seht ihr? Und dann habe ich den Maiskolben genussbereit. Jetzt esse ich nicht, dann kann ich sprechen. Also, Maiskolben kommt auch rein. Eine Paprikaschote habe ich entkernt und klein geschnippelt. Ja, und dann noch ein bisschen Rucola hier im Kühlschrank. Ein schöner bunter Salat wird das werden. Das ist es. Und was noch dazu kommt, ein bisschen Knuspert, meine wilden Erdnüsse. Hier, zeige ich nochmal. Die sind sehr, sehr fein. Ihr seht an diesen dunklen Strichen hier Streifen drauf, ja, dass es wilde sind. Der dunkle Streifen ist ein Zeichen dafür. Ansonsten sind die, finde ich, wesentlich leckerer als die normalen Erdnüsse. Sie sind ein bisschen teurer natürlich, das Doppelte vielleicht. Und sie sind bekömmlicher vor allen Dingen. Irgendwie sind die bekömmlicher. Sagen mir auch viele, die sie probiert haben. Probiert es aus. Besonders wenn ihr Allergie habt oder so. Alles das kommt einfach hier in meinen Salat. Schüssel rein. Erstmal den Grünkohl ganz nach unten. Da kann man am besten umrühren. Rucola drauf. Maiskolben. Maiskörner vom Kolben. Direkt geschnitten, die Paprika, Radicchio und, habe ich euch gezeigt, Radicchio-Salat? Kann ich gezeigt, ne? Das ist Radicchio. Einfach nur ein kleines Stück geschnitten, schon fertig, so wie er ist. Ja, ganz einfach, ganz einfach. Und die Erdnüsse. So, und dazu kommt jetzt mein Mango-Basilikum-Dressing, was ich vorher gemacht habe. Ich habe hier so ein bisschen Vorratsglas voll gemacht.
Mango-Dressing, also nur mit Mangos, bisschen Sesam, Limettensaft, Basilikum. Peng. Das ist alles. Ich fasziniert sonst nichts. Das kommt jetzt hier drüber. Das ist ein kräftiger Salat mit kräftigen Blättern. Also passt das ganz gut. Ich kann auch ruhig ein bisschen mehr von dem Dressing reinnehmen. Es hat kein Öl drin. Das ist ganz leicht. Das ist halt ein bisschen verdünnere Salatblätter, feinere Salatblätter wie Kopfsalat. Wäre es vielleicht ein bisschen erdrückend. Aber so mit dieser Kombination mit dem Rucola und dem Mais und dem Grünkohl ist es eigentlich ein tolles Dressing. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich merke gerade, ich könnte durchaus das restliche Dressing auch noch drauf tun. Oder? Mal eben gucken. Sieht eigentlich noch aus. Ja, ich tue alles drauf. Seht also eine ganze Menge Dressing, von diesem leichten Dressing, geht auf diesen Salat. Also sehr nahrhafter und leckerer Salat. Und ich finde für diese Jahreszeit, so Ende des Sommers, Herbst kommt schon, ja, sehr kräftig und nahrhaft. Wunderbar. Das wäre super. Aber wie er aussieht, na, was meint ihr? Habt ihr Lust, reinzubeißen? Ich werde es gleich tun. Auf jeden Fall. Ach, ich freue mich darauf. Ich habe viel gearbeitet und jetzt kommt ein bisschen Pause. Okay, viel Spaß dabei und abonniert meinen Kanal MD Vegan auf YouTube. Dann kriegt ihr jeden Tag ein neues Rezept.